Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und wir sind an einem ganz besonderen Gewässer unterwegs. Zunächst einmal hallo, lieber Carsten. Wir haben uns natürlich vorher schon begrüßt, aber hier für euch nochmal. Und das letzte Mal geangelt haben wir 2004 zusammen auf einem Boot, ne? Das ist schon lange her. Wir haben euch ja erzählt, wir sind nicht jetzt plötzlich und unerwartet zusammengekommen. Carsten hatte ich schon mal als sehr jungen Angler im Boot. Ein Foto gibt's noch mit dem. Ich war erstaunt, dass du das noch hast, weil ich hatte das, glaube ich, nicht mal mehr. Ich kann dir das gerne noch mal schicken. Ja, auf jeden Fall, wir sind heute an einem besonderen Gewässer. Euch interessiert ja auch immer die Neuerschließung eines Gewässers. Ich muss fairerweise dazu sagen, ganz neu ist das Gewässer für mich nicht. Wir sind für euch auf euren Wunsch hin speziell im Ruhrgebiet unterwegs, an einem großen Baggersee mitten im Ruhrgebiet. Was wichtig ist, ich war also jetzt 30 Jahre, wirklich so alt bin ich schon, 30 Jahre nicht hier angeln. Das ist ein jugendliches Vereinsgewässer von mir und ich weiß, dass das immer noch ziemlich gut ist und ich muss das jetzt neu erschließen und das mache ich heute mit dem lieben Carsten. Carsten war ganz erschrocken, als ich ihm sagte, ich habe hier 30 Jahre nicht geangelt. Der dachte, das ist mein Haus- und Hofgewässer, wo ich jeden Hecht persönlich kenne. Hinter jeder Ecke genau weiß, da steht der Meter und da der Meter 20, weiß ich nicht. Es ist ein sehr gutes Hechtgewässer. Die Bedingungen sind ehrlich gesagt nicht so gut als Hechtangler. Ostwind, strahlende Sonne ist nicht so toll. Und ich habe, wie gesagt, 30 Jahre nicht hier geangelt. Aber meine erste Meterhecht-Dublette, die habe ich in diesem Gewässer damals noch ganz legal und erlaubt mit lebendigem Köderfisch gefangen. Ich darf es ja gar nicht laut sagen, früher war das normal, gang und gäbe. Und hier bin ich auch zum Kunstköderangler geworden. Also ganz, ganz lange her, ganz intensiv geangelt. Das ist gewissermaßen Historie, kann man sagen. Genau, ne? Das ist für mich ein ganz emotionales Erlebnis, wenn man so an sein Jugendgewässer zurückkommt. Und ihr seid dabei und Carsten auch. Ich freue mich. Ja, und jetzt dürft ihr gespannt sein, Daumen drücken, dass es auch einen Fisch gibt. Früher war es richtig gut, was jetzt hier Sache ist. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich weiß natürlich, was früher gute Stellen waren, aber so ein Gewässer verändert sich natürlich auch. Das ist auch ganz wichtig für euch da draußen, dass ihr die Gewässer nicht aus der alten Zeit beurteilt durch Veränderungen. Hier ist auch noch ein bisschen gebaggert worden, verändert worden, angeschüttet worden. Das kann natürlich jetzt auch ein bisschen anders sein. Wir haben einen Tag Zeit unter schlechten Bedingungen und wir hoffen, dass wir euch neben einem schönen Angeltag, neben einem schönen Dreh, dann auch den einen oder anderen Fisch vielleicht präsentieren können. Aber einfach wird es wahrscheinlich nicht. Carsten, was machen wir jetzt? Wie gehen wir die Sache an? Wir haben jetzt schon festgestellt, das Wasser ist sehr klar, was ich mit Sonne nicht so gerne habe, sage ich ganz ehrlich. Wir wollen natürlich gerne meinen Lieblingsfisch fangen. Ich weiß nicht, wie sehr das auch dein Lieblingsfisch ist. Auf jeden Fall unter den Top 4. Ich gehe manchmal sehr, sehr gerne Hechtangeln. Also Carsten, mir fehlen die Gewässer im Saarland so ein bisschen. Ja. Ne? Das, wenn ich hier wohnen würde, vielleicht würde ich öfter Fisch gehen. Wenn es gut wird, kommt es ja vielleicht noch mal wieder. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie das wird. Also wir werden heute den Hechten nachstellen mit verschiedenen Methoden. Der Plan ist, dass wir also jetzt erstmal vom Ufer entfernt, hier sind jetzt 8 Meter Wassertiefe, sehe ich gerade auf dem Echolot, ansetzen und Richtung Ufer werfen. Wir müssen erstmal ein Gefühl kriegen, wo sind die Hechte überhaupt? Wir sind jetzt im Mai, das ist ja auch ganz wichtig für die Videozuschauer zu wissen. Normalerweise sind die Hechte noch nicht so sehr tief zu finden. Die Flachwasserzonen wärmen sich auf. Relativ kalt mit 12 Grad sehe ich gerade. Ja, Mödesee war ich gestern drauf, hat nur 11 Grad. Ne? Das ist schon in Relation wärmer. Und da müssen wir jetzt einfach mal suchen, was finden die Hechte jetzt gut. Einerseits viel Licht im Wasser, das bedeutet, dass die Hechte vielleicht dem Licht auch ein bisschen ausweichen möchten. Noch keine Deckung. Ich kenne den See hier mit ganz, ganz viel Kraut. Das Kraut haben wir gerade unten gesehen, können wir vielleicht der Kamera auch gleich noch mal zeigen unter Wasser. So viel kommt das Kraut hoch.
ich kenne den See, da steht das Kraut bis zur Oberfläche. Dann ist natürlich total easy, weil die Hechte dann irgendwo in den Krautfahnen stehen. Die Deckung ist jetzt noch nicht da und das macht es natürlich schwierig. Aber auch keine Deckung und Sonne. Und ja? Sonne also ist objektiv scheiße, muss man so sagen. Aber wir versuchen da jetzt das Beste draus zu machen. Super. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu angeln. Ihr guckt zu und dann ergibt sich vielleicht was. Uli, warum machst du die Schnur jetzt dunkel? Auf meinen Wunsch hin. Die Schnur mache ich dem Carsten dunkel, meine ist schon dunkel, weil Fluororange ist schon heftig und so ein bisschen angelt der Kopf ja mit. Mancher würde jetzt Fluorocarbon davor machen. Ich mache es manchmal als Schlagschnur zwischen, sag ich mal, Vorfach und Hauptschnur. Hab jetzt nur nichts dabei. Also Fluorocarbon habe ich auch nicht dabei, weil ich das nicht mache. Man könnte jetzt, so wie ich das im Möhnesee auch in einigen Videos auch schon erklärt habe, man könnte ein Stück Monofil da tatsächlich davor machen. Aber bitte unten so ein Stückchen Ast rein, bissfest, Titan oder Stahlvorfach. Wir angeln jetzt mit etwas größeren Ködern bevorzugt und da ist Titan ganz gut. Und damit eben nicht das orangefarbene Seil hier bis vor den Köder läuft, es gibt ja Hechte, die haben auch Abitur, haben wir also hier dann ein bisschen abgedunkelt. Es wäre gemein, jetzt nochmal den gleichen Köder zu machen, beziehungsweise dem Carsten abzusprechen, dass er hier seinen Köder drauf macht. Ich hätte jetzt auch einen Butcher drauf gemacht, weil ich in Irland richtig gut damit gefangen habe. Aber als Angler, der immer gern in die Breite sieht, werde ich dann natürlich einen anderen Köder dran machen. Auch wenn ich inzwischen relativ viel Vertrauen habe. Das der sagt Butcher, er jetzt nicht nur für die Kamera, das haben wir eben auch gesagt. Ja. Nein, das also Butcher ist also wirklich sehr erfolgreich, auch in Irland gewesen. Da habe ich meinen größten Irland-Hecht drauf gefangen. Aber auch das für euch so als Hinweis, wenn ein Köder sehr erfolgreich ist, hier wissen wir noch nicht, welcher Köder erfolgreich ist, möglichst nicht alle mit dem gleichen Köder sofort angeln, sondern erstmal ein bisschen breiter aufstellen. Ich werde jetzt vielleicht mal mit einem Zalt oder sowas anfangen, damit man so ein bisschen Vergleiche ziehen kann und Erfahrungswerte sammelt. Wenn man nur fangen möchte, ist das natürlich legitim, dass man dann sofort und alle zusammen auf den erfolgreichen Köder gehen. Aber wenn man erstmal was lernen möchte und ich bin 30 Jahre nicht hier gewesen, dann ist es ganz wichtig, dass man also wirklich verschiedene Köder zum Vergleichen nimmt. Wenn man merkt, der Butcher funktioniert richtig gut und ausschließlich, dann kann man vielleicht auch mit den Farben noch ein bisschen jonglieren. Mhm. Auch da dann nicht unbedingt immer nur mit einem Köder, drei Leute das gleiche, fängt man insgesamt weniger. Klar, ne? Das ist fast durchsichtig hier, ne? Phantom Perch. Wir haben glasklares Wasser, aber trotzdem so ein paar, ja, grelle UV-aktive Farben dran. Und ja, ich hoffe, dass das ausreicht hier, ne? Ein klarer Köder, der aber trotzdem so ein bisschen vielleicht den Kick gibt, so ein paar Punkten, ne? In Irland war das die beste Farbe, ne? Mhm. Wobei da, also in Irland muss ich sagen, alles, was irgendwie braun war, bräunlich, vielleicht ins Gelbe gehend, wegen der war besonders oder? Gut. Ja, das Wasser war auch braun. Okay, okay. Ich habe also unter Wasser auch so ein paar Filmaufnahmen gemacht. Das sieht aus, als würdest du die Kamera in Cola eintauchen. Das, also auch okay. Das Wasser selber ist total braun, hat also wirklich was auch von dem Butcher hier. Mhm. So, dann würde ich sagen, Petri Heil, auf dass wir ein paar schöne Fische vor die Kamera kriegen. Ein paar? Ja, klar. Immer frech sein. Nach 2 Stunden werden wir dann kleinlaut. We'll be right back.
Also gerade einen Nachläufer gehabt. Ich bin so am Erzählen mit Uli und dann sehe ich, bei dem glasklaren Wasser ist das auch geil, wie einer nachguckt. Ne, so ein, ich weiß es nicht, 60er, 70er. Ja, jawohl. Ich kann euch jetzt zeigen. Der sieht noch nach Leichtgeschäft aus. Der ist noch ein bisschen mitgenommen. Ich nehme die Hand. Ich wollte nur hinter der Maulspalte weg da. Ich glaube, das war's. Das war er. Ich bin da so gemein, wenn ich die Zugrichtung sehe, wo der hingezogen ist, dann schmeiße ich gleich den Köder hinterher. Komm her. Der erste Hecht, Baggerseehecht, 30 Jahre hier nicht geangelt. Und jetzt haben wir, wie lange haben wir geangelt? Nicht so lange, ne? Oh, vielleicht 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten. Also das lässt hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird heute. Wir haben schon mal einen Fisch. Ja, Uli, vielleicht kann man ein bisschen erklären, was wir hier anglerisch machen, ne? Ufer anwerfen, dann ins Tiefere führen. Wir haben jetzt irgendwo am Ufer angefangen, wo wir mit dem Echolot ein paar Fische gesehen haben. Das waren wahrscheinlich Brassen, aber für den Kopf ist immer ganz gut, wenn man schon mal ein paar Fische auf dem Echolot hat. Und dann haben wir uns jetzt hier einfach am Ufer entlang gezogen. Wir dürfen ja hier auch mit dem E-Motor fahren. Und dann habe ich also praktisch eine künstliche Drift erzeugt. Und wir stehen jetzt hier auf 5-6 Metern. Da hinten waren sogar 10-11 Meter und haben Richtung Ufer geworfen. In der Hoffnung, dass irgendwo an den abfallenden Kanten die Fische stehen. Der Fisch, der jetzt hier gerade kam, der stand also wahrscheinlich auf 5-6 Metern Wassertiefe und hat deinen Köder verfolgt. Und ich habe ihn dann zumindest noch einkassieren können. War er zu groß vielleicht, ne? Ja, vielleicht hat er Angst gehabt. Das war ihm, der Happen war ihm zu groß. Wenn du gleich den 1,20 Meter damit fängst, weil deiner zu klein ist, dann mache ich mir Gedanken, was ich als nächstes dranhänge. Wenn du zwei 1,20er fängst, dann mache ich spätestens auch einen Rutscher. Ich habe noch einen. Ja? Der Plan ist jetzt mal was anderes auszuprobieren. So ein bisschen Unsicherheit da. Also wir haben auf dem Echolot hier und da mal noch einen schönen Fisch gesehen, aber der hat dann nicht gebissen. Und jetzt geht natürlich die Sonne richtig hoch am Horizont. Das Licht scheint richtig rein. Da wissen wir nicht, angeln wir mit den falschen Ködern oder ist einfach nur die falsche Zeit. Und ja, wir hoffen, dass es nur die falschen Köder sind und deswegen überlege ich jetzt, was ich noch probieren kann. Ich würde gerne was machen, was ein bisschen tiefer geht. Ich werde jetzt vielleicht mal einen großen sinkenden Wobbler drauf machen, um dann auch den Fischen ein bisschen mehr entgegenzugehen, weil ich glaube, so ganz flach jetzt mit der hochstehenden Sonne ist nicht mehr gut. Ein Schnittbild ist das. Das ist Pflicht. Ne? Wann hast du das angemacht? Oder heute steht das Morgen. Also, heute früh. Ich dachte, das ist auf einmal da. Nee, das habe ich ins Boot geschmissen. Ihr wisst ja, was der beste Trick bei meinem Angeln ist, wenn die Fische nicht beißen. Wir haben jetzt ziemlich gut angefangen, relativ schnell einen Hecht gefangen. Jetzt läuft nichts. Und was kommt dann zum Tragen? Den Fischen vormachen, wie es geht. Ohne Mampf kein Kampf, ne? Bist du am Film? Ich bin am Film. Ich habe jetzt mal die Rute gewechselt, ja. Kleinerer Butcher, der 19er. Und mit der 80 Gramm Rute hast du gar nichts mehr in der Hand. Ja. So leicht. Muss auch mal sein. Wenn die Fische schon nicht wollen, lieber ein bisschen entspannen und leichter Rute fischen. Früher war hier ein tiefes Loch, da haben wir immer gedacht, hier steht der Riesenhecht drin. Haben aber, glaube ich, nie was gefangen hier. Ja, der Uli hat gemeint, uns fehlt auf jeden Fall noch eine Farbe bei den Butchern, auch allein wegen der Köderform. Wie war das, Uli?
Der war in Irland richtig gut. Aber ich habe mit anderen Ködern dann auch im Hechtdekor richtig gut gefangen. Und wir haben auch Hechte gefangen, die Hechte verschluckt haben. Hecht frisst Hecht, habe ich auch schon in Videos erzählt. Der Carsten hat kein Hechtdekor. Und da habe ich mir ein Hechtdekor gewünscht. Eigentlich so, ich weiß ja nicht, wie das jetzt unter kaufmännischen Gesichtspunkten ist, sogar zwei Stück. Ich würde mir also sehr wünschen, ein natürliches Hechtdekor und dann noch für trüberes Wasser ein Fluo-Hechtdekor. Schockpike, ne? Das genau, ein Naturpike und ein Schockpike. Das wäre also was, was ich mir so spontan jetzt als Greenhorn in der Butcher-Szene wünschen passt würde. Passt ja auch, ne? Längliche Körperform. Das ist der Punkt. Das ist ja eigentlich ein Hecht. Das ist ja ein richtig geiler. Es gibt wenige Köder, die wirklich die Hechtform haben, auch so ein bisschen die Bewegung des Hechtes. Die machen ja nur hinten so ein kleines bisschen und dann auch natürlich das Hechtdekor haben sollten. Weil wenn der Hecht ein Hecht fressen soll, dann soll das auch aussehen wie ein Hecht. Das würde ich mir also wünschen. Carsten, du hast Hausaufgaben. Es ist auf jeden Fall abgespeichert, ja. Auch schon auf Trello notiert. So, ich habe mir jetzt mal das Titan abgemacht. Ich habe Stahl montiert. Die Sonne steht am höchsten. Die Fische kleben auf dem Grund. Wenn wir hier unser Echolot angucken, da ist gar nichts drauf. Die Fische sind wahrscheinlich alle platt auf dem Grund. Und deswegen werde ich sie jetzt mal mit Lila übrigens hier in der Sonne, eine der besten Farben da, also gesetzt, dunkel, ist hier ganz gut, da werde ich die mal unten auf dem Grund besuchen. Wenn der denen vor die Nase fällt, vielleicht kommt ja dann doch noch mal ein Biss. Ansonsten müssen wir uns gedulden, bis die Sonne wieder ein bisschen runter geht und dann hoffe ich, dass wir zumindest noch ein bisschen Fisch kriegen. Was gibt's? Es gibt Kraut. Kleine Muscheln dran. Ist ja eigentlich nicht so schlecht. Könnte ein bisschen mehr Kraut sein, ne? Mehr Deckung. Gerade bei dem glasklaren Wasser. Das gefällt uns allen nicht so gut hier gerade. Theoretisch kann man jeden Fisch, der jetzt beißen will, auf Entfernung sehen. Aber wir wissen aus Erfahrung, wenn man die so weit sehen kann, dann beißen die nicht. Die sehen uns auch und lassen dann lieber die Schnauze zu. Der Carsten in der Sonne, der beim zählt Labern, doppelt. Gar nicht dran gedacht, ne? Der zählt doppelt. Carsten. Ich sag eben noch und hab ein schlechtes Gefühl. Wenn das Gefühl am schlechtesten ist, der sieht sogar ein bisschen besser aus. Ja, mal sieht ihn ja. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht hier, ne? Das ist nicht schlecht, glaube ich. Oh, das ist jetzt natürlich geil. Mega, ey. Ich nehme alles zurück. Beste Zeit. Wenn die Sonne so hoch steht und das Wasser so klar ist. Mein altes Vereinsgewässer enttäuscht dann doch nicht. Das ist ein schöner Fisch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also was ich gesehen habe, war nicht so schlecht. Kam der auf den Butcher? Auf den Butcher. 19 cm Forelle. Sehr gut. Rainbow Trout. Ist ja auch ein bisschen lila drin. Ja, stimmt, ein bisschen lila. Ulis Glücksfarbe hier. Ja. Schön Wetterfarbe. Schön Wetterfarbe, sorry. Und ich bin mit der Kamera unten drin. Ich hoffe, dass wir euch mal einen richtig geilen Unterwasserdrill zeigen können. Da ist er da unten. Da guck, da siehst du. Ja. Ja, 90 plus hat der, glaube ich. Ja. Schwer einzuschätzen, wenn es so tief ist und so gesichtig. Mhm. Da sehen die Fische manchmal kleiner aus, aber sind halt noch ein paar Meter unterm Boot. Geil, ey. Finde ich gerade sehr, sehr cool. Ja, der ist an ihm hier, ne? Ja. Oh, da kriegen wir auch schöne Unterwasseraufnahmen. Das finde ich ja gut, im besten Licht.
schön weggesnackt. Komplett drin. Komplett drin. Sehr schön. Petri Heil. Dankeschön. Schöner Fisch. Sehr gut. Freut mich. Du da geil hier. Hätte ich jetzt aber echt nicht dran gedacht, ne? Das ist jetzt in. Aber umso besser. Umso schön. Besser. Es macht doch. Schön. Macht doch Hoffnung auf mehr. Auf dem Butcher hier, Rainbow Trout, 19 cm. Schön. Reichlich 90. Genau 90, ja? Jo. Im Liga-Modus 91 wäre. Ja, ja. Schön. Dankeschön, Uli, hier. Geiles Gewässer, schöner Fisch. Kannst du dich noch erinnern, ob du geleiert hast oder ob du zufällig abgesackt bist, ob der neben auf die Schnauze gefallen ist? Ich habe recht langsam geleiert einfach nur. Okay, ja. Ich habe es schon mal absinken lassen, aber jetzt, wo wir ein bisschen flacher waren, da waren es ja nur so 6 Meter oder so tief. Nur. Das interessiert mich wegen der Aktivität der Fische, weil wir haben echt, wir haben die schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Der hat gut gebissen auch. Also ich habe langsam geleiert und der ist voll drauf, hat ja einen Köder voll im Maul gehabt. Ja, der wollte haben, ne? Das volle inhaliert. Wenn jetzt um diese Uhrzeit ein Fisch so einsteigt, der muss ja auch noch ein ganzes Stück hochgekommen sein. Das zeigt, da ist noch Aktivität im Wasser und dranbleiben. Die Phase wird ja eher besser als schlechter jetzt. Ne? Eben, die Zeit arbeitet für uns. Sehr cool. Muss ich mich jetzt schämen? Ich gucke einen Köder ab. Aber eine andere Farbe. Nein, ich habe natürlich eine andere Farbe, damit wir noch ein bisschen vergleichen können. Ich habe gerade meine Köderkisten durchgeguckt. Wir stehen hier auf 8, teilweise noch mehr Metern Wassertiefe. Und ich muss ein bisschen runter. Ich habe nur flachlaufendes Zeug mitgebracht. Ich war ein bisschen falsch eingestellt. Und um da runter zu kommen, ist das eigentlich auch eine richtig gute Geschichte. Ne? Also wir angeln jetzt beide mit Butcher und gucken mal. Das ist genauso viel Gewicht wie ich drauf, ne? Habe ich, weiß ich nicht. Hast du auch abgeguckt? Nach Auge. Ich habe ein bisschen mehr, glaube ich. Ich habe 5 und. Ich habe 9 und 7. Was ist das hier? Der kann ich nicht lesen. 5 und 9. 5 und 9, 14. Ich habe 9 und 7. Ja. 16. Also du bist etwas schwerer. Ein bisschen tiefer. Also dann können wir weißt du, ist flacher, also können wir Rückschlüsse ziehen. Was ausmacht. Gefühlt ist das für mich schon viel. Aber ich angel gerne sehr, sehr langsam. Da steht er. Und war das nicht. Nee. Siehst du das? Es war sehr eindeutig energisch. Hast du Ast rein gesehen? Da ist er, der ist noch dahinter. Guck mal. Da, jetzt geht er runter. Ah, siehst du? Der war noch hinterher. Ja. Ist ja gemein, wenn man sieht, wenn die Fische so reagieren. Aber es ist auch für uns richtig gemein, wenn man sieht, wie sie wieder runterschwimmen und nicht angebissen haben. Ich fahre langsam. Was machst du? Langsam oder gehst mal schnell? Der machst kam eine Flucht? Schön schnell hoch, habe ich gesehen. Wie eben im Lineal hoch. Mhm. Aber so gut. Ja, Reaktion. Also zum Glück war es ja ein kleiner Hecht. Wir haben jetzt also diese Kamera aus. Die hat sich aus irgendwelchen Gründen verabschiedet. Und die große Kamera, in die ich jetzt gerade reinspreche, war auch irgendwie nicht ganz da. Da war also nur irgendwie die Slow-Mo drin. Zum Glück war es also nur ein normaler, vielleicht 70er Hecht, der uns also jetzt nach Stunden mal wieder so ein bisschen aus dem Tran rausgeholt hat. Für euch ist interessant, wir kommen jetzt in eine gute Zeit hinein. Das heißt, wir erwarten eigentlich noch 1, 2, 3 Fische. Wir sind also noch ein bisschen unverschämt, was die Beißerei angeht. Und wir haben also jetzt hier tatsächlich eine schöne schattige Kante beangelt, die gut aussah.
Und ich war schon kräftig am Meckern, dass hier keine Fische stehen, weil das so geil aussieht. Hier muss eigentlich Fisch stehen. Ihr seht das ja auch hier im Hintergrund. Wir haben also hier hohe Bäume, die Sonne kommt rein, die wirft Schatten ins Wasser. Und gleichzeitig haben wir hier auch sehr schöne Strukturen. Das habe ich euch übrigens in dem Baggersee-Video, für die, die es interessiert, hier oben auch erklärt. Die Uferstrukturen immer beobachten und hier passen die Uferstrukturen wirklich super auch hinein. Wenn du also so Spülzungen, Landzungen in den Baggersee hinein hast und sowas, da entstehen richtig schöne steile Kanten. Also alles, was einen guten Platz ausmacht, haben wir hier. Es hat lange keiner gebissen und zum Schluss dann zum Glück doch. Und das freut mich natürlich besonders. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch ein paar schöne Stellen finden, weil jetzt gehen wir auch in die gute Beißzeit. Das ist auch so eine Stelle hier, wo ich früher immer ganz gut gefangen habe und wo ich jetzt ein bisschen traurig bin, dass kein Biss kommt. Aber zwei von einigen Stellen haben ja funktioniert. Carstens Fisch kam von einer Stelle, von der ich wusste, dass das eine sehr gute ist. Dann hier vorne die Ecke da, das war da hinten von dem Ufer, haben wir wenigstens einen, den Einstichshecht gekriegt. Aber hier war eigentlich immer eine Quotenstelle. Die haben sie uns wohl kaputt gemacht. Da haben sie für die Surfer Sand angelegt, ne? Also Sand reingefahren, damit die schön knietief auf die Surfbretter steigen können. Und das hat Krautback gekostet. Ja, liebe Angelfreunde, wir merken hier im Hintergrund, es geht so ganz langsam auf das Ende zu. Der liebe Carsten hat eine richtig lange Anreise hinter sich. Ja, 4 Stunden. Danke. Ja, 4 Stunden. Ich habe nur 1,5. Und auch Rückreise jetzt, ne? Genau. Ich hoffe, wir haben für diese Umstände für euch genügend Fische gefangen. Für uns war es ganz wichtig, dass wir nicht nach Holland und hurra, guck mal, wie viele große Fische es gibt, zeigen, sondern dass wir wirklich was Heimisches machen. Und natürlich, nach dem letzten Video, haben ja einige schon gemutmaßt, wir hatten noch ein bisschen was zu besprechen. Carsten, also ich denke, manchmal haben wir gar nicht geangelt, ne? Sondern ja, nur gelabert. Das Angeln ein bisschen vergessen. Das muss man jetzt fairerweise sagen. Also das Angeln war wichtig. Wir wollten für euch auch ein schönes Video machen. Hat auch machen. Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Ich fange auch nicht alle Tage 90er Hecht. Also ich habe mich richtig über den Fisch gefreut. Also wir haben Fische gefangen. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Einige haben es ja erhofft, befürchtet, vermutet. Ja. Und ich denke, wir können sagen, der Tag heute hat uns bestärkt in der Annahme, das wird was. Also wir können sagen, das wird was. Carsten und meine Wenigkeit haben beschlossen, zusammen zu arbeiten, uns gegenseitig zu ergänzen. Produkte, Filme. Da bin ich total stolz drauf und auch froh, dass da wirklich deine Expertise eingebracht wird. Und das, was ich euch vor einigen Jahren schon mal versprochen habe, will der Carsten jetzt mit Vollgas angehen. Das freut mich besonders. Ich denke, ich habe viele Ideen, gute Ideen, teilweise auch von euch, die also Input da geliefert haben. Wir gehen also das Thema Produktentwicklung ganz hart an. Und möchten euch da also nicht nur Produkte dann liefern, sondern auch schöne Videos. Einige, die mich kennen, wissen ja, ich bin eigentlich immer ein bisschen nachlässig mit der Technik gewesen. Ich sage nur Ton und Musik und sowas. Das kann der Carsten einfach viel besser. Mein Team kann das besser, ne? Ich sage jetzt Carsten, das ist natürlich eine ganze Mannschaft. Ich muss gestehen, von der Mannschaft gucken ja jetzt auch einige zu. Sorry, dass ich noch nicht da war. Die meisten kennen mich noch gar nicht, außer aus dem Video. Aber ich bin heilfroh, dass mir viele lästige Arbeit abgenommen wird. Und ich freue mich, dass der Carsten Lust hat, Produkte und Videos mit mir zusammen zu machen. Und du darfst jetzt sagen, was die Leute da wann wie zu erwarten hat. Das dauert natürlich alles. Ne? Wir haben ja auch schon ein bisschen gesprochen, aber es geht halt nicht so. Die Sachen müssen getestet werden.
Das ist ganz wichtig, ja. Das ist natürlich immer eine ganz wichtige Geschichte. Das haben wir heute auch noch besprochen, dass wir also nicht den schnellen Scheiß liefern wollen, sondern ausgereifte, ordentliche Sachen, die also sowohl meinen Vorstellungen entsprechen, als auch euch dann den einen oder anderen Fisch an den Haken bringen. Wenn wir schnell sind, kriegen wir eventuell im Bereich Routen und vielleicht auch, wir haben ja sogar was in Deutschland vor, Sachen Köderproduktion, vielleicht kriegen wir das noch diesen Winter sogar in den Handel. Das wäre so mein Wunsch. Müssen wir einfach mal gucken, wie die nächsten Monate ablaufen. Bitte nicht festnageln, weil Entwicklung ist wichtiger. Also bevor die Köder nicht richtig gut sind, wollen wir die nicht rausbringen. Also unterm Strich war das für uns heute nicht nur ein schöner Angeltag, sondern auch ein produktiver Arbeitstag, also Gesprächstag. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir für euch da eine sehr schöne Kooperation vereinbart haben. Es ist jetzt nicht mehr ein ungelegtes Ei. Wir haben das beschlossen und besiegelt und jetzt geht es daran, ordentliche Arbeit zu machen. Gehen wir es an, ja? In dem Sinne. Auf die Zukunft, ja. Tschüss, viel Spaß beim Ausprobieren. Hier übrigens ein schöner Baggersee, geht auch mal wieder zu Hause angeln. Hier kann man auch, in Deutschland kann man auch Fische fangen. Petri, bis zum nächsten Mal. Ciao.